Moin Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Bongo Bongo, der vierte Bossgegner für den Erwachsenen Link und das damit fünfte Amulett. Also er ist besiegt und wir haben das fünfte Amulett erhalten. Das Amulett des Schattens. Und Navi sagt uns bestimmt, wo wir es hin müssen. In der Wüste wurde Ganondorf, die Großmeister des Bösen, geboren. Vielleicht finden wir dort etwas. Genau da geht's auch heute hin. Denn viel können wir gar nicht machen, so außer der Reihe. Beziehungsweise ich würde gerne sehr bald, weil wir schon über 70 Skulltolas haben und wir, glaube ich, noch 8 oder 9 durch den kleinen Link alleine kriegen. Echt schnell. Also durch die Wundererbsenlöcher. Ja, die würde ich gerne so schnell wie möglich holen. Da ich aber gerne alle auf einmal machen würde, wir noch nicht alle gefunden haben oder noch eins aufsuchen müssen, geht tatsächlich jetzt in die Wüste direkt. Aber bis es wohl mit dem nächsten Tempel weitergeht, das könnte noch ein bisschen dauern. Glaube ich tatsächlich. Also es wird wahrscheinlich nicht... Also dieser Folge sowieso nicht. In der nächsten könnten wir dort ankommen, würde ich behaupten. Also, ne, in der nächsten Folge. Aber wir werden ihn dann wahrscheinlich noch nicht machen. Dann wird es wahrscheinlich erstmal ein bisschen Backtracking geben. So, also jetzt mal grobe Planung oder wie ich es mir vorstelle, wie es laufen wird. Aber gut, Epona wartet hier direkt perfekt. Gut, ich hätte mich jetzt auch ein bisschen teleportieren können, zum Beispiel zum Hyliasee oder so. Zugegeben, da wäre ich näher ran gewesen, aber ist auch egal. Ah, apropos, wir können noch ein Herzteil holen, wo ich gerade ran denke. Bevor ich wieder vergesse, irgendwann dann das nachzuholen. Mach ich lieber jetzt. So viel Zeit muss sein. So, ich glaube nämlich hier in dem Baum ist auch ein Loch, das man aussprengen kann mit einer Bombe. Ich muss erstmal eine Bombe holen, oder Stahlhammer ist fast sogar besser. Komm runter hier, Link. Dann rüsten wir mal schnell den Stahlhammer aus, so zack. Ah, hier. Wollte schon sagen, ist hier nix. So, und dann ziehen wir uns wieder die Eidenstiefel an. Zack. Wir ziehen uns die auch direkt an den... Also eigentlich soll man sich das Herzteil hier anders holen, was hier unten drin liegt. Ich sag euch jetzt noch nicht wie, aber wir haben uns erstmal einen neuen Herzcontainer, sehr schön. Damit fehlen nur noch 12 Herz... Ne, 11... Ne, 8 Herzteile sogar nur noch. Aber wir kriegen ja noch einen Herzcontainer für den nächsten Boss. Ja, und dann haben wir ja alle Herzen. Das ist echt gut. Obwohl ich jetzt gerade nicht sagen kann, wo die ganzen Herzteile sind. So ein paar wüsste ich jetzt auf Anhieb. Tatsächlich, aber nicht alle. 8 aus dem Stegreif. Aber die werden wir schon noch finden. Keine Sorge. Erstmal geht's jetzt hier ins Gebudo-Tal. Ja, wir waren hier schon während der Tauschquest bei dem Muto, bei dem Chef der Zimmermänner. Und der hat uns ja schon gesagt, was mit seinen Leuten los ist. Dass sie ja alle den Gerudo beitreten wollen und Diebe werden wollen. Ich meine, er hat gesagt, also... Wir können hier gleich nochmal anlabern. Komm schon, Link. Und hopp. Eigentlich meine ich Epona und nicht Link, aber egal. Warte, komm, wir sprechen hier nochmal an. Das muss sein. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was mit meinen Jungs dort tun? Ja, okay, er hat uns das schon verraten. Ich hab ihn letztes Mal anders gesprochen, weil er immer so laut, so schrill schreit. Mutro gab es übrigens auch im Minish Cap, der war da auch vertreten mit seinen Zimmermännern. Habe ich ja auch schon Let's Play, könnt euch gerne reinziehen. Auch wenn der die Quali, vor allem also die Stimme von mir, noch nicht so das Gelbe vom Ei war, wegen dem Mikro. wir setzen die mal hier ab, oder lassen mal hier stehen, die Epona. Denn wir müssen uns jetzt hier reinschleichen. So, da kommt schon eine Gerudo. Komm, mach dich vom Acker da, Mädel. Dreh dich um. Die dürfen uns nicht erwischen. Tatsächlich. Ja, Prüfer auf so Beispiele denken sich wieso nicht. Die Gerudo sind doch voll nett. Ja, nicht hier. So, und jetzt haben wir hier die Beatles. Hey Kleiner, dich meine ich. Schau hierher in die Zelle. So, wie heißt du denn, mein Freund? Ich weiß doch nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein. Wenn du dich an die Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Wir freuen uns bitte alle. Aber seid vorsichtig, hier gibt es jede Menge Gerudo-Wächter drin. So, bevor ich jetzt weitermache, ich glaube, jetzt kommt nicht direkt der nächste Kampf. Ich sag jetzt gerade zu den Beatles, weil die die Vornamen haben wie die Beatles. Oder hatten. Ich habe mich ja schon gewundert bei der einen Vogelscheuche, dass die Paul heißt. Weil ich bin der Meinung, einer von den Zimmermann ist auch Paul oder Paul in dem Fall. Wegen Paul McCartney natürlich. Hey, pass auf!
Mein Gott, ich schlüpfe jetzt einfach weg hier mit dem Dämonenschwert. Weg ist er. Big Hohenschwert ist echt Knaller. Da können die nichts machen. Einfach draufspammen. Mit der B-Taste. So, aufmachen. Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin... Die haben die echt umbenannt. Ben, der Zimmermann. Okay, dann heißt sie nicht mehr wie die Beatles. Alles klar. Wir wollten uns eigentlich den Grudo-Kriegerin anschließen. Aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Grudos sind schrecklich ungehobelt. Da meine Kumpel sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Mal schauen, was ich für dich tun kann und für deine Freunde. Tatsächlich weiß ich nicht, welche Route hier am besten ist, um die hier durchzulatschen. Mach einfach mal weiter. Mal die weg. Die weg. Die können wir nicht abschießen, die steht da aber auch nur dumm rum. Ja, hier ist irgendwo noch ein Loch versteckt, ich weiß, aber hier können wir rein. Ich glaube, hier ist auch schon der nächste, oder? Ja, Dieb ist versteckt, sehr gut. Das passt. Hey Kleiner, dich mal, ich schau hier in die Zelle. Ja, wie heißt du dann? Ich weiß noch nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpel sind auch irgendwo eingesperrt. Ihr freut's bitte alle, aber sehr vorsichtig, hier gibt's jede Menge Grudo-Wächterinnen. Hey, pass auf. Oh, die hab ich getroffen. Die Alte. Du musst nur aufpassen, wenn die irgendwie so tun, als würden die einen Angriff aufladen. Dann können die mich nämlich sofort niederstrecken, die Kleinen. Ich sag's jetzt lieber nicht. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Bodo. Jetzt haben die alle Namen mit B oder was? Wer ist euer Chef? Bob der Baumeister oder was? Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Gott, um Gottes Willen, ey. So, ich geh jetzt aber hier raus, weil der da hingerannt ist. Ich hab fast so viel, ich sollte eigentlich hier aus einer anderen Richtung kommen. Egal. Ist übrigens auch ganz geil, dass es gerade dunkel ist. Weil da oben die Skulptur, da komm ich doch ran, oder? Mit dem Enterhaken. Also ich komme natürlich auch mit dem Pfeil ran. Aber das bringt mir nichts, wenn ich jetzt den abschieße, aber da nicht rankomme. Nein, nicht ran, echt jetzt. Zu weit weg, okay. Muss ich mitleben. Warte mal. Hier unten waren wir gerade, ne? Ich glaube, da käme ich raus, wenn ich da durchgehen würde. Na komm, ziehen wir uns da hoch. Ich will jetzt die Skulptur haben, ehrlich gesagt. So, deswegen... Das weg. Das Stiefel her. Dann müsste das eigentlich gehen, oder? Oh, nee. Oh, ist weit weg. Ja, dann gehen wir jetzt irgendwo hier rein. Ich guck mal hier um. Was haben wir hier Schönes? Nee, hier will ich jetzt gleich noch nicht lang. Was haben wir hier drin? Ist hier noch einer eingesperrt? Ich glaube schon. Ja, hier ist einer. Hey Kleiner, dich mal, ich schau hier in die Zelle. Boah, der ein Afro. Ich weiß noch nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an die Wachen vorbeitraust. Komm, Schnauze. Ja, hier, pass auf, ich weiß. Weg, so. Pass auf, ich bin zu offensiv. Oh cool, ey, die ziehen mir aber auch nicht viel ab, ne, wenn die mich treffen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ein Herz jetzt weg. Gut, ich habe mich aber doch mal geheilt irgendwo, ne. Danke, Junge. Du bist super. Ich bin Bosco, der Zimmermann. Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm. Einer von uns ist doch gefangen. Bitte hilf auch ihm. Ich komme vielleicht doch schon in dieser Folge beim Geistertempel an. Nee, es fehlt nur noch einer. Ich denke, manche Sachen dauern viel länger, als ich letztendlich brauche. Ehrlich jetzt. Ich wundere mich selber manchmal, wie schnell es teilweise geht. Also Kuno war letztes Mal echt der Schattentempel. Da dachte ich echt, ich brauche locker noch zwei Parts, um ihn komplett abzuschließen. Und zack, war Bongo Bongo erledigt. Und jetzt komme ich aber an die Spinne ran. Komm her, du kleines Mistvieh, so zack. Dann können wir hier hoch. Auf jeden Fall. Ich kann da rüberspringen, oder? Ja.
So, es steht hier eine. Oh, verdammt. Nein, aber doch nicht. Unten steht die, eine Etage tiefer. Die Gerudo. Ach, hier ist doch ein Herz da, glaube ich. Ne? Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Der Truhe da hinten. Ja, ich glaube schon. So, eigentlich könnte man hier die Vogelscheuche rufen, aber... Oh, das reicht soeben. Boah. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das reicht. Aber jetzt muss ich kurz den Weg zum letzten Zimmermann suchen. War der hier? Ah, hier ist keine Tür, shit. Was denn hier? Ich gehe mal hier durch. Wer ist er ja hier? Oh nee, oh nee, oh nee, nee, oh nee. Okay, okay, hier bin ich ganz falsch. Ah, es ist fast besser, wenn ich da durchgehe, ganz ehrlich. Na komm, dann gehen wir da durch. Dann betäuben wir die einfach, die Weiber. Ne, bin ich hier falsch? Wirklich, bin ich hier wirklich falsch? Das ist ein anderer Raum, als der, den ich denke. So, da müsste doch hier eine um die Ecke kommen gleich, ja genau. Noch eine? Nein. Meistens sind sie nur zu zweit, aber gut, immerhin. Ich könnte sich gegenseitig Deckung geben. Ne? Von daher gar nicht blöd, die Gerudo, ehrlich nicht. Die waren damals auch schon nicht zu unterschätzen, ne? So. Ach, da kommt man nur hier hoch, verdammt. Ja, ein Fuffi, alles klar. Alles klar, ich komme zur Truhe wieder zurück, oder? Von hier aus. Ja. Perfekt. So, wo bin ich gerade rausgekommen? Da, oder? War hier der... Ich glaube, den habe ich gesucht, den Durchgang hier. Ja, genau, den habe ich gesucht. Sehr schön. Link, bist du bescheuert? Gehst du da runter? Bam, so. Die ist weg. Die einzige, glaube ich, die hier kommt, oder? Ja, bist du... Die hat dann wiederum keine Entdeckung, ne? Ey, Kleiner, ja, ich komme ja schon. Hab das schon dreimal gehört von der Kollegen. Ja, wieder hier, Gerudo-Kriegerin und so. Ey, pass auf. Hab dich. Keine Sau. Und weg ist sie, so. Ja, ich swam nur einfach mit dem Bigoro-Schwert drauf, bis sie nachgeben. Und damit hätten wir die Zimmermänner befreit, alle vier. Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank, ich bin Baldo, der Zimmermann. Dafür, dass du mich befreit hast, verrate ich dir, was ich dir Gutes über die Wüste erzählen. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit. Die Wüstenkulisse findet man nicht als der Wüste. Ich gehe zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei, vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl! Das sollten wir vielleicht direkt mal machen, oder? Ich bin beeindruckt. Um an unseren Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen außer Ganondorf wären ziemliche Waschlappen. Aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Naboru hat mir die Verantwortung für diese Festung übertragen. Naboru ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorf, des Herrn der Gerudo-Kriegerin. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Ich vermute dort ein wertvolles Relikt. Du willst also einer von uns werden, was? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Du bist nun ein Gerudo. Nimm dies, damit kannst du dich in der Festung frei bewegen. Geil, der Gerudo-Pass. Jetzt hast du Zutritt zur großen Trainingsarena der Gerudo-Kriegerin. Ja, die werden wir auch noch aufsuchen. Allerdings erst nach dem nächsten Tempel. Vorher nicht, weil das sonst keinen Sinn macht. Ja, was es jetzt heißt, dass wir uns jetzt hier frei bewegen können, das kann ich euch direkt zeigen. Ich war ja gerade eben noch der größte Schisser, wollte mich nicht vor dem zeigen. Jetzt werden die mich nicht mehr einsperren. Ab jetzt kannst du das Tor zur Wüste durchschreiten, wann immer du willst. Da findest du den Geistertempel, in dem dich die herrliche Naboru zur Zeit aufhält. Das ist ja schön für euch. Wisst ihr was, wir gehen jetzt auch noch zum Geistertempel dann? Ah, nee. Aber es ist doch, ich reite eben zurück zum Zelt. Die sagten, ich hätte die entweder noch was für mich, wahrscheinlich wieder eine Rubine. Das wäre natürlich jetzt Knaller. Fühle ich mich aber echt leicht verarscht, sag ich euch ganz ehrlich.
So, runter hier. Ach ja, die Brücke ist auch wieder heile jetzt. Die haben sie wohl ganz schnell repariert, die vier. Hey, ich habe gehört, dass du meine Leute gerettet hast. Als Gegenleistung haben wir die Brücke repariert. Schau her, ist sie nicht toll? Meine Arbeiter sind ziemliche Weicheier, aber wenn sie alle gemeinsam zulangen, dann ist dein Job schnell erledigt. Die sind mal aber echt schnell, ne? Guck mal, da sitzen sie oder stehen sie, die vier. Wenn wir alle zusammen sind, ist es ein Kinderspiel, eine Brücke mit Abgrund zu bauen. Bei den Gerudo-Kriegerinnen genießen besonders jene hohes Ansehen, die gute Reiter und Bogenschütze sind. Wer es mit etwas Bogenschießen zu Pferde? Wenn ein Pferd besitzt, dann wird dich ein Gerudo aus der Festung herausfordern. Als der Bogo noch zu den Diebinnen gehörte, hat sie nie die Schwachen und Armen gestohlen. Jetzt aber sind sie und ihre Diebinnen total rücksichtslos geworden. Sie behauptet, sie sei edel, aber von wegen. Doch Bogo, die Anführerin der Gerudo-Kriegerin, scheint Menschen für ihre Zwecke zu versklaven. Was? Ich bin reisender Rennläufer. Ich habe das ganze Land bereist, um jemanden mit echtem Sportsgeist zu finden. Ob Mensch oder Tier, ich habe alle Herausforderer geschlagen. Sie sportlich aus und hast wohl auch den nötigen Biss. Da ich die Brücke über den Abgrund repariert wurde, suche ich einen Herausforderer für einen Marathon. Ja, du kannst mich nur. Nein, will ich nicht brechen. Leute, das könnt ihr euch sparen, den Mist. Also, wenn ihr das Rennen startet, dann müsst ihr ganz schnell zur Brücke laufen zwischen Ebene von Highwood und Kukiriwald. Aber ihr werdet diesen Typen niemals schlagen können. Der ist immer eine Sekunde schneller als ihr. Selbst wenn ihr das Spiel hacken würdet und eure Zeit auf nur Sekunden setzen würdet, der wäre immer noch eine Sekunde schneller. Also den könnt ihr nicht schlagen. Da gibt's auch irgendwie eine Theorie, dass dein Zwillingsbruder hat, der ganze Zeit sitzt und wartet. Nun, Kleiner. Achso. Ich dachte, die macht jetzt hier auf. Stimmt, ich muss ja hier hochklettern, damit das Tor aufgeht. Achso, ich kann mich ja schon mal umrüsten hier. Einmal. Ich einmal so und so. Das werde ich gleich brauchen. Hey, Grünschnabel. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treffsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flanken, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung, folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Weiten aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Komm, das ist ein Kinderspiel, Leute. Machen wir ganz fix. Auf geht's. Kein Fall schon, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Epona bleibt hier, die kann nicht mit in die Wüste. Glaube ich, steht auch, glaube ich, hier drauf. Geschwisterwüste, vertraust du deinem Instinkt, verschlingt dich die Wüste. Suche den wahren Pfad. Okay, steht nicht hier drauf, aber die wird nicht weiterreiten hier. Ich glaube, sie würde irgendwann hier stehen bleiben, einfach. Ich glaube, über den Treibsandgraben kommt man sogar noch mit den Gleitstiefeln einfach so rüber. Oder? Ja, da kann er so hochlaufen. Eigentlich mit dem Enterhaken an die Kisten, da geht auch ein bisschen schneller als das hier jetzt. Aber ihr seht, man kommt auch so hier hoch. Aber versuch's nicht ohne die Gleitstiefel. Und jetzt müssen wir den Flanken folgen. Wenn man so ganz schwach sieht in der Ferne, da ist die nächste. Ach ja, hier haben wir noch einen Teppichverkäufer. Oh, ihr rastlosen Abenteurer, die ihr durch die Wüste wandert. Besucht mich. Fliegender Händler. Ja, das ist kein Teppichhändler natürlich, der sitzt aber auf dem fliegenden Teppich, das meinte ich. Denkt über den Treibsand, Alter. Ist doch bekloppt, oder? Na, was hast du denn für uns? Willkommen. Ich verkaufe hier seltene Sachen aus der ganzen Welt. Mein heutiges Angebot ist ein bummiges, ferngesteuertes Objekt. Furchterregend. Ich erzähle euch erst etwas davon, wenn ich Geld sehe. Du kannst mich mal. Aber den Rest habe ich jetzt geskippt. Krabbelminen wollt ihr uns verkaufen. Als ob ich Krabbelminen von ihm kaufe. Für 200 Mine doch nicht. Wo ist hier das nächste Ding? Da ist die nächste Flagge. Oder nächste Wimpel. Ja, da im Wind weht. Ja, dann geht's da lang. Okay, den sieht man ganz gut. Okay, den sieht man aber so eben. Wow, krass. Gerade so eben. Dann geht's wohl da lang. Ich behaupte. So, da sind wir auch schon da. Das sieht aus wie ein Ziel. Perfekt. Natürlich gehen wir jetzt auch mal hier runter. Ach klar, hier gibt es wieder Fallschaden, wisst ihr. So, zack. Controller weg.
Ja, damit. Natürlich machen wir die Fackel noch an, Leute, ist doch klar. Aber hiermit. Kann ich mir da mal hinsetzen, ist vielleicht ein bisschen besser. Da ist ja eh noch Platz. Auf der 1. Auf der römisch 1. So, die Truhe passt. Die taucht gar nicht hier unter mir auf. Oh, eine Fee. Cool. Ja, war klar. Ich hätte vielleicht nicht mitnehmen können. Den Mist. Zugegeben, wir hätten jetzt natürlich noch in den Rest der Folge im Gerudo-Tal oder in der Gerudo-Festung das Bogenschießen zu Pferde versuchen können. Aber das hebe ich mir für ein anderes Mal auf. So, wir machen jetzt hier noch weiter. Wo ist er denn hier? Man hört schon was hier rumfliegen. Jede mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zu Geistertempel führen. Da ist er, der Nachtschirmer. Den rechten Weg, den zeige ich dir, denn du hast dafür kein Gespür. Und flott und folge mir sehr dicht, alleine überlebst du es nicht. Geiler Reim. Ist auch echt eine geile Idee hier. Wie gesagt, ich feiere das Auge der Wahrheit, damit haben sie sich echt viel einfallen lassen. Und anscheinend, wie Majora's Mask zeigte, war das doch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Ja komm, Mistvieh. Blöder Samtkiller, ehrlich. Die Viecher sind auch nur einzig nervig. Geh doch weg da, du blödes Vieh. Ich glaube, wir haben es, oder? Ist, glaube ich, geradeaus durch. Ja, ich glaube schon. Ich lasse einfach mal das Auge der Wahrheit an. Kann ja nicht schaden. Ach, ist da so ein Vieh wieder im Weg. Mein Gott. Haben wir nicht aufgepasst. Ich glaube, wir haben es. Damit haben wir das letzte Gebiet aufgedeckt in diesem, auf dieser Oberweltkarte. Hier sind wir. Beim Wüstenkoloss. Schon sehr imposant, das Ding, muss man sagen. Hat bestimmt auch imposant, ja. Okay, der war schlecht, der Spruch. Der war übel schlecht, Leute. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe ja nicht die besten Sprüche drauf, aber der war richtig schlecht. Das für meine Verhältnisse. Ich meine Ruhe, ihr Viecher, Mann. Das Big Roger kann nach hinten schlagen? Echt jetzt? Beim Ausholen? Geil. So. Ich habe hier eine Fehlquelle gefunden, Leute. Und hier erhalten wir auch den letzten Zauber. Also, drei gibt's, zwei haben wir schon. Dienst Feuer, Inferno, Faroris, Donnersturm. Und den Zauber, den nutze ich irgendwie wirklich nie. Also. Ich glaube, ich habe den mal in Master Quest benutzt, weil der da sehr hilfreich ist. Aber sonst nicht wirklich. Hallo, mein süßer Patrick, ich bin die Fee der Magie. Aber ein mächtiger Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Oh nee, bitte nicht, ey. Jetzt zählt uns wieder die Oberweite hin. Ja. Und da haben wir's. Majus Umarmung. Setze diese kraftvolle magische Schutzaura mit den Knöpfen ein. Schutzaura. Achso, da sagt es noch. Majus Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wir diesen Zauber also mit Bedacht an. Quasi solange wir Magie haben. Bist du vom Kampf erschöpft, versuch mich einfach wieder. Nein, ich werde nicht wiederkommen. Die anderen drei Feen, drei waren es bisher, ne, oder? Ne, vier sogar. Schloss. Soras Quelle. Gipfel. Also Todeskrater und Todesberg oben auf dem Gipfel, ja genau. Die vier. Da waren ja zwei, stimmt. Das ist natürlich wieder hell geworden. Was ein bisschen scheiße ist. Ich würde gerne noch ein bisschen die Zeit nutzen. Ach ne, wisst ihr, Leute, kommen wir mal später. Aufgeschissen jetzt. Ich will eigentlich noch eine Skulptur holen, aber dafür jetzt nochmal ein Lied spielen. Nee, komm, mach mal lieber was Wichtiges noch in diesem Part. So. Da sind wir schon im Geistertempel. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey, warum gehst du jetzt schon rein? Du wolltest das noch gar nicht machen. Das ist richtig.
Wir können hier auch nicht viel machen. Wir können als Erwachsener nicht kriechen. Deswegen kommen wir hier nicht durch. Und ihr wisst ja schon, was die Sache ist. Wir müssen hier als Junge an den Greien. Gehen wir mal wieder raus. Hier können wir nichts machen. Oh. Wir werden beobachtet, Leute. Wer ist denn da schon wieder? Natürlich Chic. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück nach den Wellen der Zeiten. Höre nun das Requiem der Geister. Ich werde dich als Kind in die Wüste zurückbringen. War echt krass, dass wir jetzt schon in diesem Part hier angekommen sind. Ehrlich. Beim Wüstenkoloss und im Geistertempel. Ich meine, blind würde ich wahrscheinlich nicht hier ankommen, so schnell, klar. Da hätte ich wahrscheinlich auch ewig erstmal die Grudu-Festung nach dem letzten Bauarbeiter oder Zimmermann da abgesucht. Ich sag immer Bauarbeiter zu dem, keine Ahnung. Naja, gut, weil Kakariko am Anfang als junger Link noch eine Baustelle ist und ich denke deswegen immer Bauarbeiter sage, das kann natürlich sein. Und da sieht man die Eule nochmal. Ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo man die Eule als erwachsener Link sieht. Und ich hätte ja schon mal gesagt, das soll an sich eine Verkörperung von Rauru sein. Was hast du Requiem der Geister erlernt? Was ist los, Chic? Du guckst mich so blöd an. Nein, du kommst mir nicht zu nah. Chic setzt Sandsturm ein. Das ist sehr effektiv. So, Leute. Ich würde sagen, wir lassen es heute hierbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht's dann weiter als junger Link, wie ihr wisst. Aber wie ich auch sagte, noch nicht mit dem Meistertempel direkt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Video, lasst für das Video noch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Euer Basukasu.